Ja, meine lieben Zuschauer, den Pinocchio, den kennen wir doch alle, oder? Den hölzernen Jungen, der durch eine Fee zum Leben erweckt wird und der beim Lügen eine immer längere Nase bekommt. Wenn das bei uns Menschen so wäre, das wäre natürlich ganz fantastisch. Man würde sofort erkennen, wann und wo jemand lügt. Das ist aber nicht unser Thema, denn Pinocchio ist auch vorgesehen im Wormser Theater als Theaterballett für die ganze Familie. Pinocchio, das Theaterballett für die ganze Familie. Und ich habe die große Ehre, die Darstellerinnen zum größten Teil von Pinocchio und die Inszenierung habe ich hier im Studio und wir reden über Pinocchio, das Theaterballett im Wormser. Hallo, darf ich euch begrüßen, recht herzlich. Hallo. Ja, Theaterballett, Eugenie, wir kennen uns ja bereits durch unsere Gespräche hier im OK. Mhm. Und ich denke mal, wir bleiben alle beim Du. Ich bin der Michael. Und Pinocchio, wie kommt man auf solch ein Stück? Nun, es ist natürlich, wenn man ein Stück produziert, überlegt man erstmal, wie viele Kinder, ich habe inzwischen sehr, sehr viele Kinder und man schaut sich die Kinder auch an, so in ihren unterschiedlichen Altersmomenten und ihren Entwicklungsstadien und dann überlegt man, was könnte zu denen passen. Mhm. Und so ging es mir diesmal, ich hatte es mir so angeschaut und irgendwie war das so eine Eingebung und ich bin echt so jedes Mal aufs Neue so fasziniert, wenn wir das Stück jetzt immer mehr proben und proben, wie die Mädels sich so in diesen Rollen so wirklich wiederfinden. Und es ist einfach auch so eine schöne Geschichte, die einfach von Hoffnung, von Träumen und Wünschen, die in Erfüllung gehen können, die hat auch so viele tolle Botschaften. Und dann dachte ich, hey, wir müssen das einfach machen, ja. Und ja, da freue ich mich echt drauf. Ich möchte jetzt mal zur Basis des Tanzens kommen. Ja. Und zwar, Ballett ist sicherlich die herausragendste Form, aber auch die schwierigste Form des Tanzens. Das wir haben ja hier auch vier Ballerinas stehen, du bist ja auch eine. Du hast eine Ballett- und Musikschule. Nee, keine Musikschule, ein Ballett- und Tanzschule. Tanzschule genau. In Osthofen. Mhm. Wie bist du denn dazu gekommen? Genau, also tatsächlich bin ich selbst keine Ballerina. Na? Und verrückterweise, ich habe nie selbst Ballett in dem Sinne getanzt. Mhm. Ich habe noch nie ein Ballettstück gesehen, bevor ich nicht selbst eins auf die Beine gestellt habe. Und man könnte meinen, es ist total verrückt und das ist eigentlich auch total verrückt. Aber ja, wie bist du dazu gekommen? Woher genau, stammt dein Interesse? Ich habe hier früher in Worms auch rhythmische Sportgymnastik gemacht, sehr viele Jahre. Also vorher gebürtig aus Russland, dann später sind wir dann quasi in verschiedenen Vereinen eben, also ne, bis wir hier in Worms dann gelandet sind. Und das war so die Zeit, die mich sehr geprägt hat. Natürlich hatten wir Ballett als Training, als Grundbasis. Und dann hatte ich das für 15 Jahre einfach komplett geblockt und das irgendwie aus meinem Leben so ein bisschen gestrichen. Und ich dachte, jetzt beginnt was Neues und das ist jetzt vorbei. Aber dann so etwa 15 Jahre später, es ist dann einfach, wenn man etwas wirklich liebt, und das weißt du selber, du liebst ja auch Theater und Schauspielerei. Und ich glaube, wenn man etwas wirklich liebt und das so im Herzen so tief verankert ist, du kannst dich nicht dagegen wehren. Mhm. Und es kam einfach so zurück und ich habe einfach mit Kinderballett gestartet, mit fünf Mädchen und dann wurde es immer größer und größer und größer und inzwischen haben wir eine ganz, ganz tolle Schule, eine wirklich, also eigentlich eine Ballettfamilie mehr ja, eigentlich. Und die Kinder werden ja auch immer größer, ja, wie man sieht, und sie bleiben engagiert bei dir, wo ich jetzt mal zu unseren vier Ballerinas kommen möchte. Eugenie, Entschuldigung, Sophie. Wie schwierig ist es eigentlich, Ballett zu tanzen? Man muss vorher einiges proben. Man braucht viel Kraft. Ich meine, letztendlich, bis man auf den Zehen stehen kann. Chapeau. wie bist du dazu gekommen, dass du eine Ballerina sein willst? Also ich habe tatsächlich von Anfang an bei Eugenia angefangen. Seit klein auf haben wir immer angefangen mit Technik. Wir haben eigentlich von Anfang an so die Grundtechnik gelernt und jetzt üben wir auch jeden Tag immer was Neues. Also wir lernen immer wieder dazu. Jeden Tag? So gut wie, ja. Mhm. Also von Montag bis Donnerstag habe ich jetzt Unterricht gerade. Ja.
Also man stellt sich das vor, gut, ich meine, Tanzen ist sowieso, ist ja klar, ist ein Sport, aber beim Ballett muss man ja noch auch etwas anders trainieren an der Stange und auch sonst das Krafttraining. Wie stark wird das involviert? Wir haben einmal die Woche nur reines Stangentraining, eine Stunde lang. Das heißt, da wird es dann schon mal abgedeckt und dann die restlichen Tage kombinieren wir alles. Krafttraining, Akrobatik bisschen, Choreografien, Tänze und auch Stange dort. Also das ist eigentlich alles relativ abwechslungsreich. Mhm. Alessia, wie bist du dazu gekommen? Also ganz ehrlich, meine Freundin ist mal ins Ballett gegangen und ich wollte es auch selber mal ausprobieren. Und jetzt bin ich 7 Jahre hier. Mir gefällt es sehr gut. Das ist fein. Das macht viel Spaß. Ja. Ja, und Katharina, kennst du schon deine Rolle aus Pinocchio mit Sicherheit? Ja, ich bin eine Katze, also mit der Elena. Wir haben ein Duett meistens und wir spielen Fuchs und Katze in dem Stück, wo wir Pinocchio sozusagen etwas ärgern. Und wir haben auch verschiedene Rollen, auch die Clowns, das machen wir auch als Duett. Und ja. Ja, also ihr zwei spielt da zusammen mit. Wie viel seid ihr denn insgesamt? Also in dem Stück, ich habe heute mal gezählt, sind wir momentan bei 76 Kindern. 76 Kinder. Und ein paar arme Erwachsene, die auch noch gezwungen werden. Alle dann auch auf einmal auf der Bühne? Nein, oder? Nein. Eigentlich nur beim Finale. Ne? Sonst wird immer, also es gibt glaube ich nie die gleiche Konstellation. Es wird immer gemischt. Du hast natürlich die den besonderen Vorteil, dass du Kupis im Hintergrund hast, wenn man das mal so sagen möchte, den Verein, ne? Woraus ihr auch akquirieren könnt, oder? Nee, Kupis ist ein eigenständiger Verein. Mhm. Ich würde sagen, wir sind einfach befreundet, aber wir haben zwei ganz unterschiedliche Arbeitsweisen. Also Kupis ist wirklich sehr erfolgreich im Wettbewerbbereich, im Folklorebereich. Und wir haben tatsächlich eher klassisch gestartet, und zwar rein klassisch. Und das ist, glaube ich, eigentlich, was ich auch so auch sehe, auch bei meinen Kindern, dass die einfach vielleicht, gut, das sehen wir natürlich nur die vielleicht sich auch in dem Sport ein bisschen, also wir sind, glaube ich, im klassischen Bereich vielleicht erstmal stärker und haben dann in der letzten Zeit mehr Akrobatik, mehr Modernes mit dazugenommen. Und so haben wir quasi die Basis einfach anders gelegt und auch den Fokus anders gelegt. Und ich glaube, dass aber beide Gruppen für sich einfach ihre Arbeit so gut machen und auf ihre Weise einfach herausstechen. Wir sind, wie gesagt, befreundet. Ich habe sie gerade, die Leiter von Kupis, gerade letzte Woche erst getroffen und wir verstehen uns gut. Aber wie gesagt, das sind zwei unterschiedliche Projekte. Ich habe gedacht, ihr könnt vielleicht aus dem Potenzial von Kupis noch etwas unterstützen bei Pinocchio oder dann auch beim Weihnachtsmärchen. Ich glaube, die haben so viele eigene Projekte und wir haben unsere so viele Projekte. Ich glaube, die sind schon sehr beschäftigt, die Mädels. Und ich habe wirklich sehr, sehr starke Mädels auch. Daher, also die haben auch noch genug zu tun bei mir. Was mich bei der Vorbereitung zur Sendung unheimlich interessiert hat, hast du auch männliche Balletttänzer? Ich muss jetzt mal, soweit ich kann. Nee, es geht gar nicht. Komm. Was? Sollen wir ein kleines Training machen? Ein kleines Training. Gleich, wo ist die Stange? Habt ihr auch, da müsste ich aber erstmal ein bisschen abnehmen. Habt ihr auch männliche Ballettschüler? Hast du die in der Also wir haben tatsächlich ein paar wenige männliche, also Jungs haben wir im Moment im klassischen oder im Ballett im Moment nicht, aber nächste Woche startet tatsächlich zufällig eine reine Jungengruppe und fängt von 6 Jahre an, so bis 13. Und ich glaube, das wird eine richtig tolle Sache. Ich habe schon einige Jungs, die sich auch angemeldet haben. Es wird aber nicht ein klassisches Ballett, sondern es wird auch mit viel Akrobatik, mit Sport. Also das. Aber wir haben auch bei den Erwachsenen haben wir auch ein paar erwachsene Männer gehabt. Im Moment gerade nicht. Aber auch da ist jeder gerne willkommen. Also wir sind da. Michael? Ja, man kann sich das immer besser bei Frauen vorstellen. Aber ich habe ja auch schon erzählt, ich habe eine russische Bekannte, die ich übers Internet kennengelernt habe. Ich möchte sie ganz recht herzlich grüßen. Denn sie verfolgt unsere Sendung auch immer hier im offenen Kanal. Und in Russland sind natürlich wesentlich mehr männliche Balletttänzer als bei uns, würde ich da mal sagen. Oder? Wie kann man das... Und also, vor allen Dingen erfolgreiche. Also ich habe schon Videos gesehen, es ist... Ja.
Ja, also ich glaube, weiß nicht, ob es mehr sind. Ich glaube, in Russland werden generell der Tanz oder die klassischen Sportarten werden, glaube ich, einfach stärker gefördert von den Eltern aus. Ich glaube, ja. Das ist einfach so eine Grunderziehung, dass es gehört, jedes Kind geht in irgendeinen Verein. Ich glaube, das ist noch wesentlich mehr wie hier, glaube ich. Und wird natürlich viel strenger und viel härter trainiert. Aber tatsächlich würde ich mir wirklich wünschen, dass mehr Männer tanzen. Und Ballett ist nicht das Tutu und die enge Strumpfhose, die man sich so immer im Kopf hat. Es ist einfach die Körperbeherrschung und Körperspannung. Und man wächst und man spannt sich. Und bitte, wer hat es nicht nötig, mal ein bisschen zu wachsen und mal sein Buckelchen mal wieder mal so ein bisschen aufzurichten? Und das ist so vielseitig. Und ich glaube, also was wir zum Beispiel auch anbieten, wenn die Leute zu uns kommen, wenn jetzt jemand Älteres kommt zum Beispiel, eine ältere Person, ich werde sie nicht zwingen, Spagatsprünge zu machen. Man geht schon auf die persönlichen Ansprüche auch schon ein und jeder wird quasi für sich was rausholen. Also ich motiviere alle, sich da zu informieren, ob jetzt bei uns oder Kubis oder sonst wo. Ihr seid alle gerne willkommen, wirklich. Eine Frage, wie lange geht die Show? Wie lange dauert die Show? Die Show ist ein wirklich abendfüllendes Programm. Das ist die längste Show, die wir je gemacht haben. Es werden bestimmt 2 Stunden sein, inklusive Pause. Aber da ist so viel mit inbegriffen, inklusive einer Zirkusshow und viel, viel Theater, viel Comedy, viel herzerwärmende Momente. Also es ist so abwechslungsreich, das verfliegt wie im Flug. Richtig spannend. Ja. Unsere Zuschauer werden sich natürlich fragen, wann ihr auftretet. Das werden wir auch gleich sagen. Aber zuerst eine Frage, seid ihr schon aufgeregt? Habt ihr schon ein bisschen Lampenfieber? Ja. So in den Proben und ich meine, es ist noch bis November, ist noch ein bisschen Zeit hin, aber das wächst und es tut gut, wenn man Lampenfieber hat. Ich spreche aus Erfahrung, da holt man sich noch das Letzte raus bei der Vorstellung, wo wir schon bei den Terminen wären und zwar beim Freitag, dem 3. November und Samstag, dem 4. November, jeweils um 16 Uhr im Theatersaal des Wormsers. Genau. Eine fantastische Vorstellung, Pinocchio, die Tanzshow mehr oder weniger im Wormser. Ich darf mich recht herzlich für euer Kommen bedanken. War schön, euch zu sehen. Und toi, 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 sagt man so vorweg, kann man bereits jetzt schon sagen. Dankeschön. Ja? Okay. Vielen Dank. Lieb, dass ihr da wart. Bis bald, wir sehen uns. Ja, meine Damen und Herren, wir machen natürlich weiter hier in unserem Programm des offenen Kanals. Der Jean-Luc hat es im Opening schon angekündigt, was wir alles im Programm haben. Es bleibt spannend. Bleiben Sie dran.